Zeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ich befinde mich schon in Korinnes und zwar hier in seiner Sklavenkleidung, weil ich noch ein paar Aufträge zu beschaffen habe bzw. zu erledigen habe. Und wenn ich schon mal in der Stadt bin, da kann ich ja gleichzeitig mal gucken, ob die rote Laterne noch steht, weil das ja Bromor gerne wissen würde. Dann Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Vielleicht komme ich ja noch am Rathaus vorbei, um Carsten, einen neuen NPC in diesem Spiel, sein Werkzeug zu besorgen und so weiter und so weiter. Also das ist so breit gefächert, das ist, finde ich, klasse. Aber reden wir mal mit Homer weiter. Den haben wir ja noch nicht angefragt, was zum Beispiel das Leben angeht. Wovon lebst du? Na, von der Hand in den Mund. Oder meinst du, ich hätte jetzt Erz in meiner Tasche? Nee, siehst nicht danach aus. Na, siehste. Prost. Aber ich hätte Erz haben können. Eine Menge Erz, sag ich dir. Prost. Ja, und wieder einen Schluck nehmen. Na, mal gucken, vielleicht. Oh, er kann. Na, fragen wir erstmal, wie er abgehauen ist. Wie konntest du eigentlich abhauen? Sag mal. Hast du was an deinen Lauschern? Hab ich dir doch lange breit eben erklärt. Nee, du hast nur gesagt, dass du irgendwann aus dem Minental verduftet bist. Mehr nicht. So. Und was willst du denn noch wissen? Ich habe gehört, dass der Pass von den Orks besetzt worden ist. Wie kamst du denn darüber? Gar nicht. Gar nicht? Aber wie bist du denn dann aus dem Minental gekommen? Tja. Ich habe einfach den Weg über die verlassene Mine genommen. So einfach ist das. Aha. Wie? Über diese kann man noch ins Minental gelangen? Na klar, das heißt, man konnte. Jetzt geht es allerdings nicht mehr. Ach so. Als ich Grant erzählt hatte, wie ich aus dem Minental geflohen bin, hat er sofort die Mine dicht gemacht. Ohne den richtigen Schlüssel kommt man da nicht mehr rein. Und? Was und? Hast du vielleicht einen Schlüssel? Ich? Wieso? Ich werde bestimmt nicht mehr ins Minental gehen. Und wer hat einen Schlüssel? Dumme Frage. Grant natürlich. Und jetzt lass mich in Ruhe wieder saufen. Von deiner dämlichen Fragerei bin ich ja schon fast wieder nüchtern geworden. Prost. Jo, Prost, ne? Mann, tat das gut. Und gleich noch eins. Prost. Okay, er kann uns was... Kannst du mir was über das Erdschürfen beibringen? Na klar, kann ich. Gib mir etwas Gold und wir kommen ins Geschäft. Wie viel? Prost. Sagen wir mal... 50 Goldstücke? Gut. Kannst du mir auch etwas über das Gold- und Schwefelschürfen beibringen? Nee, habe damals nur Erz geschürft. Da fragst du besser einen anderen. Bring mir aber etwas übers Erzhacken bei. Kostet 50 Gold. Kostet denn das auch Lernpunkte? Ich gucke nochmal. Also ich habe 35. Speichere ich mal ab. Hey. Und mach das. Bring mir was übers Erzhacken bei. 50 Gut. Gold gegeben. Gleichmäßiges Hacken bringt dich vorwärts. Nichts überstützen, aber auch nicht beim Hacken einschlafen. Und schlag nicht immer auf die gleiche Stelle. Versuch, um ein schönes Erzstück herumzuarbeiten. Befolge das und du bist auf dem Weg, ein wahrer Meisterbuddler zu werden. Ja, jetzt gucken wir mal nach. 35 bleibt es, das ist gut. Und unten Schürfen 0%, Edelmetall, Salz, Erzbuddler 45%. Okidoki, also ich war nur in Gefahr hey. Mit den Lernpunkten. Gucken wir mal. Was Roland ihm für einen Rat geben will. Ich gebe dir einen guten Rat. Sauf nicht so viel. Lass mich raten. Ich soll das saufen lassen, richtig? Auch das. Aber ich meine jetzt etwas anderes. Du solltest die Stadt verlassen. Und das so bald wie möglich. So. Und warum, wenn ich fragen darf? Die Orks werden nicht ewig Korinnes besetzt halten. Irgendwann werden die Paladine die Stadt zurückerobern. Bist du dir sicher? So ziemlich. Also was ist? Verschwindest du aus der Stadt oder bleibst du hier? Verdammt schwierige Frage. Ich dachte bisher, dass ich hier so ziemlich sicher bin. Wenn die Paladine kommen, werden dich auch die Orks nicht beschützen können. Aber wo soll ich denn hin? Als Sträfling kann ich mich doch nirgends blicken lassen.
Da ist was dran. Ich mach dir ein Angebot. Wenn du für mich draußen irgendetwas findest, wo ich mich verkriechen kann, haue ich hier ab. Na schön. Ich schau mal, was sich machen lässt. Was steht da? Homers Bericht. Unwichtig, zeitintensiv, interessant. Was heißt das? Was hat dich eigentlich so fertig gemacht? War es der Krieg oder was? Hä? Wie meinst du das? Nun, du siehst mir nicht wie jemand aus, der wegen jeder Kleinigkeit gleich das Handtuch wirft. Okay. Welchen Vorteil? Also, Homer ist doch derjenige, der damals ins Sumpflager überwechseln wollte oder wir ihn rausholen mussten. Ich weiß es nicht mehr. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Erzbarone, alte Lager. Jetzt weiß ich auch, warum es heißt, zeitintensiv und unwichtig. Ich werde das mal an dieser Stelle abbrechen. Wir wollen ja mehr sehen und mehr hören und erfahren. Aber nicht von Homer. Jetzt sitzt da ein Adept. Mal gucken, ob der Depp... Der Depp... Was suchst du hier? Geh! Okay. Der ist anders drauf. Dann... Oh, Ork-Söldner. Noch ein Adept. Noch ein Ork-Söldner. Oh, weia. Die sind ja alle jetzt plötzlich alle da. Gucken wir mal hier. Das ist der Kass. Hallo Kass, sag was. Hallo. Hallo. Okidoki. Mehr nicht. Und wie ich gerade sehe, gibt es durch den neuen Renderer doch noch Fehler. Hier fehlen die Fenster. Das ist jetzt hoffentlich nicht so schlimm. Lass mich mal vorbei. Dann werde ich mal hier an dieser Stelle mal abspeichern und nach den vier anderen Orks gucken. Ja, das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf mit den fehlenden Fenstern. Ja, okay. Ja, gucken wir mal weiter. Hier sind nur Ork-Kriegertjes. Wo sind denn jetzt die ganzen anderen Sachen? Also die anderen. Krompek und wie sie nicht alle heißen. Ja, gucken wir mal weiter. Gucken wir mal hier in die Tür rein. Da finden wir ja noch Waffenbündel und so. Okay, hier ist nichts. Doch keine Treppe hoch, beziehungsweise Leiter. Ach ja, da muss ich doch wieder den Renderer ändern oder wechseln. Zu früh gefreut. Grimok ist ein Schmied. Hallo, sprichst du unsere Sprache? Ja, Mora. Was willst du von mir? Grimok hat wenig Zeit. Grimok muss Waffen schmieden, viele Waffen schmieden. Waffen zum Kampf gegen die Paladine. Gut, dann kann ich also Waffen von dir kaufen. Du? Nein, Mora. Meine Waffen bekommen nur die Krieger der Orks und deren Söldner. Na schön. Kann ich dann etwas anderes bei dir kaufen? Vielleicht Schmiedezubehör? Ja, das kannst du von mir haben, Mora. Und auch noch ein paar andere Dinge, wenn du willst. Noch eine Frage. Du sagst, du brauchst Waffen zum Kampf gegen die Paladine. Greift dir diese denn bald an? Das weiß ich nicht, Mora. Das wissen nur Donshak und die anderen Heerführer der Orks. Was kannst du mir sonst über eure Angriffsziele sagen? Gar nichts. Frag Donshak. Ich weiß über solche Dinge nichts. Grimok ist Schmied, kein Heerführer. Okay. Zeig mir deine Ware. Ja, das ist Übliche, ne? Okay. Ja, Uchochoko, alles klar. Okay, dann gehen wir mal zur roten Laterne. Und wenn hier die Fehler auch nochmal auftreten, ich habe das nämlich... Ja, hier sind... Ja, das... Ich muss den Renderer ändern. Shit. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. So müssen wir den alten Renderer, mit dem ich vorher mal gearbeitet habe, mal austauschen wieder. Tja, sowas Doofes jetzt aber auch. Okay, dann werde ich jetzt erstmal abspeichern. Ja, jetzt habe ich den altbewährten Renderer, mit dem ich ja die ganze Serie 2.6 durchgespielt habe, in der El-Hiva-Version wieder zurückinstalliert. Und muss feststellen, als ich das im Off getestet habe, dass wir immer noch diese Fehler haben. Also diese Fehler hier, wenn ihr das seht. Da sollten eigentlich Fenster drin sein, oder? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein grundsätzlicher Fehler des Renderers ist oder vom Spiel selbst. Das kann ich so nicht beurteilen. Vielleicht kann ja Alain Dufon da mal zu was sagen. Oder einige, die auch mir hier zugucken und kommentieren. Das wäre gut. Aber jetzt nun zurück zur roten Laterne. Gucken wir mal eben rein. Oha. Da sieht es scheiße aus. Ah, okay. Ja, die rote Laterne ist echt verwüstet worden. Aber abgebrannt ist sie nicht. Gucken wir nochmal weiter. Stopp mal. So, ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, we don't have any key dafür. So, natürlich sieht es hier auch ramponiert aus. Meine Fresse. Ja, die müssen ja einen wilden Sex gehabt haben, die Orks. Was? Ach ja, aber hier sieht es noch gut aus. Hier gibt es auch nichts mehr zu holen. Schauen wir mal weiter. Und hier gibt es auch keine Truhen. Ja, dann haben wir ja schon mal das erledigt. Mit Bromor haben wir nach den Rechten geguckt. Speichere ich mal ab. Ach, und es wird Nacht. Was soll's, dann bleibe ich doch mal hier. Und schlaf mal eine Runde. Hätte ich ja gleich machen können. Oh, dann schlafen wir aber in hier in diesem einigermaßen noch guten erhaltenen Zimmer. Ja, bis Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett! Wer bist du denn? Nein! Hallo? Okay. Was jetzt? Okay, das kommt mal vor. Ach ja. Und du bist ein Ork-Söldner. Okay, dann ist ja alles gut. Was ist los? Verdammt. Oder verdammt, genau. Ach ja. Dann gucken wir. Also an Grants Truhe komme ich wohl nicht dran. Und die anderen Orks, die habe ich auch im Off schon ein bisschen geguckt. Diese vier, die ich versuche zu suchen, die habe ich noch nicht gefunden. Dann machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal Richtung Kaserne. Hey, die hocken hier rum. Dann gehen wir mal Richtung Karls Elme. Und schauen mal hier. Du bist es nicht. Du bist es nicht. Du bist es vielleicht. Um Himmels Willen, nein. Bitte nicht. Bitte nicht sowas. Falls jemand das kennen sollte, diese Zitate. So, dann gehen wir mal hier in diese Küche rein, in diese Taverne. Hier ist keiner. Aber kann man hier Sachen holen? Gott, speichern. Es gibt ja in so einem Startbildschirm... Stopp mal, was habe ich denn da jetzt genommen? Im Startbildschirm gab es ja schließlich den Hinweis, aufpassen machen, wenn du was klauen solltest, das können die merken. Das wollen wir doch mal hier probieren, ob die das merken. Mit meinen üben die da oder was? Ja, mittlerer Lederbeutel, auch schön. Dodele. Was, seid ihr alle nervös oder was? Ach so, da hinten wird geübt. So, schauen wir mal, wer ist hier alles da? Verdammt, was ist los? Mark kennen wir noch nicht. So, Grant wird wahrscheinlich hier sein. Ja, das ist Grant, okay. Und Grants Truhe ist hier, an die müssten wir sozusagen ran. Das geht jetzt wohl nicht. Aber ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, was mache ich hier? Wo sind denn hier die Truhen? Die sind alle weg. Verdammt, was willst du? Ja, ich will mit Mark reden. Geh doch mal weg. Cass ist hier. So. Wie heißt der? Hamlet? Othello. Tatsache, der heißt Hamlet. Ich habe nur noch einen Mark gefunden. Ja, hier. Hallo, verdammt. Bist hier der Schmied? Was ist los? Sieht. Mein Name ist Mark. Schmiedest du neue Waffen? Selten. In erster Linie repariere ich Waffen. Und dann nur die von den Orksöldnern. Dann braucht ihr also keine neue Waffen. Doch, doch. Aber darum kümmert sich Grimok, der Schmied der Orks. Aber das ist ja auch kein Wunder. Grimok kann die Waffen in viel kürzerer Zeit als ich schmieden. Wieso das? Nun,
So ein Ork hat gewaltige Kräfte. Bis der mal müde wird, braucht es seine Weile. Ich bin, weiß Belia, kein Schwächling. Schließlich kämpfe ich auch in der Arena mit. Aber Grimmok ist einfach viel stärker als ich. Aha, ja, schön. Das wissen wir jetzt auch, dass Grimmok stärker ist als du. Speichern. Dann schauen wir mal, wie viel Waffenbündel haben wir denn eigentlich? Ja, da sind es zwei Waffenbündel. Ich brauche noch drei für André. Ja, sowas Beklopptes jetzt aber auch. So, hier geht's zum Ork-Heini. Oh. Halt! Keinen Schritt weiter. Was ist los? Das Gefängnis darf nicht betreten werden. Das ist los, Mora. Aber ich... Kein Aber. Du gehst. Und das sofort, sonst... Schon gut. Nice. Bin schon weg. Ja, okay. Was stand da jetzt? Zugang zum Gefängnis? Ja, okay. Was kann man da nur machen? Das müssen wir später mal herauskriegen. Ja, wo sind jetzt die anderen wichtigen vier Orks? Gucken wir mal hier rum. Moment mal, was ist denn hier zur schlafenden Ertüchte? Verdammt, mal da noch mal hoch. Was ist los? Ja, manchmal werden die Sachen dargestellt, aber je so näher ich komme, gehen sie weg. Also, mit dem alten Rennen, mit dem... Was ist los? Ja, ist jetzt gut, ihr Adepten. Mein Gott, sind das Adepten. Hier ist Homa, okay. Noch ein Adept. Verdammt, nun was ist los? Ja, was ich sagen wollte, also, ich bin ja mit dem alten Renderer verdammt unterwegs, der bis jetzt nur unsichtbare Böcke verdammt zeigte. Was ist los? Der neue Renderer, den ich jetzt verdammt in 3-4 Folgen benutzt habe, der zeigt die Böcke, aber die Curtains, also die, Scheiße, wo wollte ich hin? Sorry. Die Vorhänge nicht. Das ist jetzt wieder ein bisschen hakelig. Dann schauen wir mal, wer bei Constantino jetzt ist. Wer bist du? Kriegerchen. So. Gucken wir mal hier rein. Oh, du bist ein Schampen. Wie passend. Ork-Schaman. Logisch. Ja. Moment mal. Drambak. Nee, Brambak. Das ist ein Holz. Holle Holzheinz. Hallo. Ich hab da mal eine Frage. Verschwinde, Mora. Brambak hat viel zu tun. Okay. Moment mal, wer war denn da vorher der Dings, der Holzschnitzer? Das war doch der Harad. Harad? Ja. Harad? Irgendwas mit H war das. Ach. Halt. Keinen Schritt weiter. Ich möchte in die Oberstadt. Die Oberstadt ist für dich tabu, Mora. Und nun verschwinde. Wollte doch das Werkzeug holen. Hier ist alles dicht. Mal gucken, was passiert, wenn ich den Hebel ziehe. Geht auf. Hast du was zu sagen? Nee, er sagt nichts. Okay. War ich in diesem... War ich denn jetzt... Moment mal. Gucken wir mal, ob es hier was gibt. Nee. Gibt nichts. Hallo, Tür aufmachen. Ja, nee, alles klar. Hier oben gibt's auch nichts. Ich weiß, ich war bestimmt schon hier. Ja, ja, natürlich. Sorry, hier oben hochgucken will ich nicht. Jetzt muss ich selber mal sinnieren, was ich jetzt mache. Tja, Leutchen, das wird nicht so einfach sein. Ich muss nochmal gründlicher suchen wegen der, wie heißt das? Wegen der vier Orks. Brambak haben wir ja gesprochen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich gehe erstmal hier in die Häuschen rein. Also ich gucke erstmal, was hier alles ist. Weil da vermute ich die eher. Na hier, schade. Schade, schade, schade. Also wegen der Fenster hier. So, gucken wir mal. Wen haben wir denn hier? Metana Ork. Metana, Metana. Oh Mann. Müssen wir hier leider mal reingucken. Auch nicht.
So, jetzt gucken wir mal hier rinne. Ist auch keiner. Mhm. Da ist Tabok, aha. Hey! Verdammt! Was ist los, Mora? Zadok schickt mich. Du sollst zum östlichen Tor kommen. Gut. Ja, und jetzt? Okay. Warte mal. Noch was? Nee, sonst nix. Okay, den einen haben wir gefunden. Speichern. Den einen haben wir gefunden. Das ist gut. Gibt's hier noch was? Tun. Ah, die muss ich ja knacken. Okay. Was gibt's? Ein bisschen Kram. Okay, dann. Schade, dass mit dem Renderer nicht klappt. Mit zwei Versionen klappt es nicht. Und gucken wir mal weiter in die Häusertjes rein. Hätte ich auch vorher machen können. Nope. Noch eine Truhe. Ach, das mache ich alles später. Ich klaue erstmal hier einen Fisch, einen Dolch. Gucken. Na? Okay, dann gehen wir mal hier Richtung Schiff. Erst einmal. Oder? Moment. Erstmal hier gucken. Mann, oh Mann. Was eine Sucherei. Da, wo der Fischer war. Das ist ja mal lustig, da steht tatsächlich ein Ork. Okay. Aber nichts Außergewöhnliches. So, dann gehen wir mal hier hin. Und da ist auch einer. Und mal gucken. Gehen wir erstmal hier rechts rum. Hier waren immer so geheime Sachen. Vielleicht finden wir hier mal wieder was Geheimes. Nein, leider nicht. Ich will das Ganze jetzt auch nicht so in die Länge ziehen. Aber trotzdem. Gucken wir mal. Was? Essenz der Heilung. Also sind doch noch ein paar Sachen hier. Was haben wir hier? Rostiges Schwert, aber keine Questobjekte. Weiß nicht. Aus dem Kopf habe ich noch Questobjekte zu holen. Silberner Ring. Alte Münze. Ach ja, Bonas Bauernhof. Und eine Säge. Mhm. Noch eine alte Münze. Noch was hier. Nö, nischt. Okay. Ich dir noch was rum. Ach ja. Ja, Mensch. Meier, Popeye. So. Los, mach mal hin hier. Akrobatik ist gut. Da kommt man über einige Fässer rum. Ich brauche ja noch irgendwelche komischen Pulversäcke. Waffenbündel habe ich bis jetzt nur zwei, wo ich die finden soll. Ja gut, okay, da kommen wir später zu. Aber ich will unbedingt jetzt noch die drei anderen Peoples finden. Ne, zwei waren's. Fisch. Ah, da hinten steht noch einer. Moment. Ja, bestimmt Schiffswachen oder so. Na komm. Wer bist du? Halt! Keinen Schritt weiter. Ich wollte... Nein! Die Schiffe dürfen von Morras nicht betreten werden. Aber ich... Kein Aber. Du ja, gehst schon gut. Okay, du bist schon mal wieder weg. Okay, mal gucken, ob wir hier irgendwie ein bisschen außer Reichweite gehen können. Und gucken, ob es da hinten noch einen Heinz gibt. Weil das sind immer so die ganz versteckten Geschichten. Da hinten steht ein Heinz, ja, ein Ork meine ich. Hoffentlich hast du einen Namen. Rampek, da ist er. Zadok schickt mich. Du sollst zum östlichen Tor kommen. Gut. Okay, warte mehr mal. Immer gut, okay. Dann haben wir das auch. Sehr schön. Speichern. So, jetzt fehlt, glaube ich, nur noch einer, ne? Wache für Leuchtturm. Ich habe Tabok gefunden.
Grampek gefunden. Jetzt nur noch Bolek und Nempek. Bolek und Nempek. Bolek und Nempek. Okay, ich überspringe jetzt mal den Rückweg. Werden. Aber ich... Kein Aber. Muss ich mal du eben einblenden. Und das sofort, sonst. Schon gut, bin schon weg. Ich bin gerade nämlich athletisch da vorbeigesprungen und dann hat er mich angesprochen, mitten im Sprung. Das nur mal so als kleine Geschichte. So, die rote Laternebar habe ich ja durchsucht. Dann gucken wir mal hier. Ist hier noch einer drin? Nein, da geht's auch kein. Geht's auch nicht hoch. Dann gehen wir mal ins nächste Häuschen rein. Gucken wir mal hier. Nein. Gibt's nur Bettchen? Was ist denn hier los? Dann hier, wo die Schiffssachen gebaut werden. Oh, stopp. Stopp. Was haben wir denn hier? Ein Schreibpult, eine Buchkommode. Was sollen wir denn hier lernen? Über den Schiffsbau. Nee, der Weg des Kampfes. Ich dachte, jetzt kann ich hier mal Schiffsbau lernen. Wäre cool. Dann hier das Lagerhaus. Ach, das erinnert mich an Zeiten. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Was ist das? Ein Fass mit Salz. Dann ist das hier auch noch ein Fass mit Salz? Nein. Wer erzählt denn sowas? Okay. Nichts. Hier wird auch nichts sein. Nope. Gehen wir nochmal hier oben hoch. Hoffentlich kommen wir hier oben weiter. Lass uns mal abwarten. Ja, kommen wir. Hier steht keiner. Dumm. Ein Sack mit Zwiebeln. Du verdammter Dieb. Oh! Scheiße! Ich glaub's jetzt nicht. Da stand einer. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier keinen Scheiß brauche. Also da oben ist einer. Vielleicht ist es ja wieder einer, den wir brauchen. Aber kann ich denn hier das Fass mit Salz nehmen? Kann ich nehmen. So, jetzt nichts nehmen. Immer gut die Augen offen halten. Also war hier ein Heinz drin. Nö. Oh, da ist sogar ein... Da ist was. Nempek! So, hey. Kann ich ja schön knacken. Zadok schickt mich. Du sollst zum östlichen Tor kommen. Na gut. Was will er denn von mir, hä? Das wird er dir nachher selber sagen. Gut. Oh, er hat ein bisschen mehr gesprochen. Oh, Nempek. Dann nicht. Der haut nicht ab. Der haut einfach nicht ab. Das ist nicht zu fassen. Und hier gibt's noch Truhen zu knacken. Manometer. Ah doch, jetzt klappt's. Nö, klappt nicht. Okay, muss ich ihn jetzt da hinführen oder was? Das ist doch bekloppt. Okay. Er geht alleine. Sehr gut. Dann mache ich mal für diese Folge Schluss, liebe Leute. Dann tut mir leid, dass das hier mit beiden Render-Versionen in der El-Hiva-Version nicht geklappt hat bei den Gebäuden. Ich sage Tschüss. Danke, dass ihr trotzdem geguckt habt. Und nehmen wir uns mal hier den Sack mit Zwiebeln doch noch weg. Und gebt mir einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Ich sage Tschüss.